Hallo, ich bin's nochmal. Nach dem Webinar gestern, am Ende, da habe ich ja gesagt, wenn du noch Fragen hast, schick sie mir per E-Mail. Da kamen so viele Fragen, dass ich mir dachte, ich mache nochmal ein eigenes Video darüber. Wobei genau genommen, so viele Fragen kamen gar nicht. Im Grunde war es nur eine einzige Frage, die in Variationen von verschiedenen Leuten zu mir gekommen ist. Und die Frage lautet, Ralf, was genau kommt denn in diesem Wochenende dran? So ganz genau, wer kommt da, wie sehen die Leute aus, was haben die an, was bringen die mit, was machst du dann, was erzählst du, welche Übungen machen wir, was erlebe ich da und was kommt hinterher raus? Im Detail und die Aufzeichnung, komme ich gleich drauf. Ich verstehe die Frage. Ich verstehe die Frage wirklich. Bevor du die Zeit und das Geld investierst, möchtest du wissen, was da kommt. Und du weißt wahrscheinlich auch, dass der Weg, die Frage wirklich rauszukriegen, im Detail ist, dass du das Wochenende machst. Ich weiß auch noch nicht, wer da kommt und was wir genau miteinander erleben. So ein Seminar entsteht mit den Leuten zusammen. Wir sind ja im Dialog und wir gestalten das gemeinsam. Und es kann durchaus sein, dass wir am ersten Tag verrückte Sachen erleben, weswegen ich am zweiten Tag noch eine neue Übung einbaue. Das ist möglich. Ich mache meine Seminare als Maßanfertigungen für die Gruppe von Menschen, die vor mir sind. Was ich dir aber jetzt erzählen kann, ist, wie ich im Augenblick mir das Konzept vorstelle. Okay? Ich kann dir nicht hundertprozentig garantieren, dass wir das machen, aber es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Also, am ersten Tag geht es darum, dass wir deinen Schatz finden, dass du deinen Schatz in dir findest. Am zweiten Tag geht es darum, dass wir unsere Schätze zusammen teilen. Nachdem wir dafür relativ wenig Zeit haben und ich dir wirklich was mitgeben möchte, tricksen wir ein bisschen und wir suchen den Schatz an der Stelle, wo es schon schimmert. Das heißt, wir fangen damit an, herauszufinden, durch ein paar sehr geschickte Fragen, die auf Frau Birkenbiel zurückgehen, was im Leben macht dir Spaß und was davon kannst du gut. Weil die Sachen, die dir gleichzeitig Spaß machen und die du gut kannst, da liegen wahrscheinlich Schätze. Und da finden wir was, da benennen wir was, das machen wir miteinander. Und dann hast du so deinen ersten Rohdiamanten schon, wo du sagen kannst, da gibt es wahrscheinlich was, da lohnt sich's weiter zu suchen. Das nehmen wir dann und schauen, wie du zu diesem Thema deinen inneren Raum gestaltet hast. Wie du da, in welcher Welt du dich da innerlich bewegst, wie die gestaltet ist, was da noch ist, wie die Entfernungen sind, wie du zu bestimmten Dingen stehst. Und was wir machen, hatte ich dir ja im Webinar gesagt, wir probieren ein bisschen rum, was passiert, wenn man da was verändert. Spielerisch, das sind so eine Art Dehnübungen für die Innenwelt, wo es darum geht, dass du erfährst, wie Sachen sich ändern, wenn du an den Stellen was änderst. Dann arbeiten wir weiter, immer noch mit dem gleichen Thema und stellen fest, wie sind denn zu diesem Thema deine Werte? Also wenn das was ist, was dir Spaß macht und was du gut kannst, bist du da mit Sicherheit motiviert. Und Motivation kommt von dem Wort movere, emovere, bewegen, bewegt werden. Das heißt, du bist bewegt, da etwas zu tun. Du hast einen guten Beweggrund, also auf was hin und von irgendwas weg. Und das finden wir raus. Das sind so Wegmarken in dieser Landkarte. Und diese Wegmarken, an denen wir auch probieren, wie wäre es, wenn es andere Wegmarken werden, also immer ein bisschen Flexibilitätsübungen mit drin, tragen wir dann ein in eine Landkarte. Und zwar in die Landkarte der Psychografie. Weil das von den drei großen Landkarten erstmal die einfachste ist. Die hat drei große Welten, da kann man das gut eintragen, da kann man gut Wege einzeichnen. Und dann kriegst du von dir immer noch zu diesem Thema so eine Entwicklungslandkarte, so einen Plan von deinen oberen logischen Ebenen, so eine Idee von der Geschichte, in der du zu diesem Thema lebst. Und dann erforschen wir das. Und dann schauen wir uns noch eine besondere Stelle an. Und zwar hatte ich ja gestern im Webinar gesagt, dass Angst ein sehr wichtiges Thema ist in der Innenwelt. Und dass Angst Gift ist und dass es gut ist, sich darum zu kümmern, dass da nicht zu viel ist, sondern man gut damit umgeht. Und wenn du irgendwas hast, was du gut kannst und was dir Spaß macht, dann wette ich, da gibt es auch eine Sache mit drin, vor der normale Menschen Angst haben. Du aber nicht. Ich gebe dir ein Beispiel.
Nehmen wir an, du reitest gerne. Dann fragt dich jeder normale Mensch, wieso hast du vor diesem Riesenpferd keine Angst? Nehmen wir an, du kletterst gerne. Dann fragt dich jeder normale Mensch, hast du keine Angst, dass du runterfällst? Nehmen wir an, du spielst gerne Klavier. Dann fragen dich Leute, hast du keine Angst, dass du dich verspielst? Oder nehmen wir an, du hältst gern Vorträge oder gibst Seminare. Dann fragt dich jemand, hast denn du keine Angst, dass dir eine Frage gestellt wird, wo auf die du keine Antwort weißt? Und bei all diesen Fragen sagst du, nein. Und da gibt es was, da haben viele Menschen Angst, aber du nicht. Und das können wir herausfinden. Was ist das? Das ist ein Juwel, das ist ein Schatz. Du hast eine Strategie, die kannst du sogar übertragen auf andere Lebensbereiche, wo du im Augenblick vielleicht noch ein Unwohlsein hast. Du sagst, warum nehme ich bei dem Unwohlsein nicht diese Strategie, wo ich in dem Bereich, wo es mir liegt, na, mit der Angst umgehe. Okay, dann ist der erste Tag sicher vorbei. Wir haben viel geschafft. Deine Landkarte, deine Schatzkarte ist schon sehr viel detailreicher. Wir beenden den offiziellen Teil. Wir öffnen die Breakout Rooms. Ihr könnt euch unterhalten. Du kannst Leute kennenlernen. Du kannst Erfahrungen austauschen. Du kannst Meme-Tests machen und so weiter und so fort. Aber geh rechtzeitig ins Bett, dass du am nächsten Tag, am Sonntag, auch um 10 Uhr wieder online bist, wenn es um den zweiten Tag geht. Da geht es dann darum, dass wir die Sachen miteinander teilen. Jetzt ist es so, es treffen sich jetzt lauter Leute, die haben ein Stück von ihrem Schatz gefunden, in ihrer Karte gemalt. Die haben Wege gefunden in ihren Karten, die sie gut gehen können. Und mit einer großen Wahrscheinlichkeit hast du da Wege gefunden, die andere Menschen nicht gefunden haben. Und andere haben Wege gefunden, die du nicht gefunden hast. Jetzt kann man das miteinander teilen. Das heißt, jetzt geht es in den gleichen drei Bereichen. Also inneres Verhalten, Geschichten, in denen man lebt und emotionale Erfahrungen darum, dass man voneinander lernt. Das heißt, dass du deine Landkarte anderen Leuten sagst, wie dein Raum gestaltet ist, welche Werte du hast, wie du dich auf der Psychografie-Landkarte bewegst und dass die anderen dir sagen, wie das bei denen ist. Und dann probierst du das aus. Der Unterschied ist, dass es jetzt nicht nur ein albernes Herumprobieren ist, nach dem Motto, ich mache mal ein paar Dehnübungen, sondern jetzt übernimmst du wirklich eine Strategie, von der du weißt, dass die bei jemand anderem sehr gut funktioniert, dass jemand anderes damit zu guten Ergebnissen kommt und dass jemand anderes damit auch mit einer Angst umgeht, vor der viele andere Menschen, also wo viele andere Menschen Angst haben. Und dieser eine Mensch hat das nicht, der geht damit gut um. Und da kann man voneinander lernen. Es geht nicht darum, dass du das Konkrete lernen möchtest, reiten, klettern, Klavier spielen, vor Leuten reden. Es geht um die Strategie. Strategien sind verallgemeinerbar und übertragbar. Und jetzt wirst du erleben, wie es ist, wenn ein anderer Mensch für dich ein Wahrnehmungsorgan ist, wenn ein anderer Mensch für dich eine Erweiterung deiner Sinne ist, mit der du dich in der Welt orientieren kannst. Außerdem, wie gesagt, macht es riesen Spaß, wenn du dann deine eigene Strategie bei jemand anderem erlebst oder da rumprobiert, kannst du ein bisschen eine Rolle gehen, wo du vermittelst und unterrichtest und sagen, das geht so und so, das ist meine Strategie, ich kenne dich. Und dann wirst du zum einen deine eigene Strategie nochmal völlig anders kennenlernen, im Unterschied zu jemand anderem. Da fängt die wirklich an zu leuchten und zu strahlen. Und du bekommst von anderen Leuten schon Ideen, Memeschnipsel, Codebausteine, wie du deine eigene Strategie in anderen Bereichen erweitern kannst. Okay? Geht auch bis 17 Uhr. Hinterher öffnen wir auch wieder Open End, kannst Leute kennenlernen, kannst dich austauschen und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass damit ausreichend klar ist, was wir an den beiden Tagen machen. Ich kann dir ansonsten wirklich nur sagen, erlebe es selber. Lass dir das Abenteuer nicht klauen. Wenn du zu viel vorher drüber weißt, ist die ganze Überraschung weg. Es wird großartig. Es kommen großartige Leute und die Grundrichtung Verhalten, Geschichten, emotionale Erfahrungen, die Grundrichtung steht. Es steht auch dein Thema. Es steht auch die Schatzsuche. Und es steht auch, dass du hinterher ein großes Stück Selbsterkenntnis mehr haben wirst. Okay? Und jetzt der zweite Punkt, die Aufzeichnung. Das ist folgendermaßen. Das Seminar findet auf Zoom statt. Und wir machen eine Aufnahme auf Zoom. Und diese Aufnahme auf Zoom bekommst du auch. Die ist im Seminarpreis mit drin. Ich kann noch nicht versprechen, ob das eine Video- oder eine Audioaufnahme ist, weil ich noch nicht weiß, wie wir das mit dem Bild gestalten, dass da nicht alle zu sehen sind. Und vielleicht wollen die da alle gar nicht zu sehen sein. Und da müssen wir gucken. Also wenn wir das nicht hinkriegen, gibt es nur Audio. Wenn wir es hinkriegen, wovon ich eigentlich ausgehe, gibt es eine Videoaufnahme. Okay? Die ist mit drin. Und daneben machen wir
mit der guten Kamera, und das Video, was du jetzt gerade siehst, ist mit der guten Kamera gemacht, das ist nicht die Zoom-Aufnahme, machen wir mit der guten Kamera, mit der HD-Kamera, machen wir von diesem Raum hier eine professionelle Aufnahme mit gutem Ton und eingeblendeten Folien, wo wir das Seminar und auch das Webinar von gestern wirklich gut aufbereiten, mit Protokollen an drum und dran. Und diese Aufzeichnung, ich gehe davon aus, die wird was, werden wir hinterher auch anbieten, aber die wird vermutlich nicht kostenlos sein. Da kommen noch ein paar Sachen dazu, vielleicht Treffen, muss ich mal gucken, was wir daraus gestalten. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Aufnahme, wie die Qualität ist. Das heißt, du bekommst auf jeden Fall die Zoom-Aufnahme, die ist mit drin, und du hast, wenn du möchtest, überdies die Möglichkeit, mit noch ein paar Extras auch eine professionelle Aufnahme davon zu bekommen. Okay? Ich hoffe, dass jetzt alle deine Fragen beantwortet sind. Wenn nicht, schick mir einfach noch eine E-Mail. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Am 20.06. endet der Frühbucherpreis und danach kannst du dich halt zum regulären Preis anmelden. Am 3. und 4. Juli findet das Wochenende statt. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Es haben sich schon ganz viele tolle Menschen angemeldet. Du passt da gut mit rein und von daher lass es uns gemeinsam machen. Auf Schatzsuche gehen, dein Juwel finden, polieren und miteinander teilen. Okay? Bis dann.